Ja, Neues aus dem Kastel, neuer Einblick ins Kastel. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Das haben wir eigentlich immer was Besonderes, aber dieses Mal ist es was in die Kosmetikrichtung. Da haben wir bisher noch gar nichts und darum freut es mich ganz besonders, dass ich die Frau Weidinger begrüßen darf. Die Frau Weidinger ist mit ihrer Marke Lindra seit kurzem in unserem Kastel eingezogen. Und jetzt werden wir mal ein wenig erfahren, was damit auf sich hat und was sich hinter diesen Säckchen verbirgt. Frau Weidinger, erstmal herzlich willkommen bei uns im Kastell. Dankeschön. Frau Weidinger, Sie haben uns hier vier Säckchen mitgebracht. Was ist denn das genau? Das sind aus pflanzlichen Produkten hergestellte Sprays bzw. Verwöhnpäckchen für sich selber, für Körper, Seele und Geist, um sich Gutes zu tun und um sich selber ein bisschen verwöhnen zu können auf ganz einfache und auf ganz schnelle Art und Weise. Dadurch, dass es ja jetzt hat, also es hat ja einen Grund, dass es ein Säckchen ist, weil die Komponenten sind ja, wenn man es kauft, noch einzeln. Man fertigt sich das quasi selber an. Genau. Es sind die einzelnen Komponenten, es sind in die Säckchen verpackt und man mischt sich das selber zusammen. In der Regel besteht es aus einem Hydrolat und aus ätherischen Ölen und noch Zusatzstoffen, die man benötigt, je nachdem, um was es gerade eben geht. Ja. Das ist eine Sache von einer Minute und trotzdem könnte jeder zum Beispiel es noch selber variieren, die ätherischen Öle von mir aus zu verändern oder auch den Alkohol rauszulassen. Wenn er sagt, ich möchte das auch für ein Kind machen, dann lasse ich den Alkohol weg. Also Möglichkeiten, die man jetzt beim fertigen Kosmetikprodukt so gesehen gar nicht hat. Nee. Sie haben jetzt bei jedem Säckchen auch noch so eine kleine Anleitung mit dabei. Genau. Also man muss sich jetzt das nicht irgendwie merken, man bekommt da immer Ja. nur so eine Einführung, was da jetzt genau drin ist. Und im Vorgespräch haben wir erzählt, dadurch, dass Sie die einzelnen Komponenten ja selber mit da reinpacken, wissen Sie ja ganz genau, wie die zustande gekommen sind. Genau. Also und ich kenne jedes einzelne Produkt ist eigentlich ganz einfach nachvollziehbar, weil es Produkte sind, die zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie also nur verwendet werden. Hydrolate sind nichts anderes als Pflanzenwasser, bekannt hauptsächlich durch Rosenwasser, kann man aber genauso gut andere Pflanzen verwenden. Natron gehen wir in die Backpulvergeschichte. Alkohol kennt auch jeder. Und ätherische Öle, hochwertige, reine ätherische Öle. Das ist mir ganz wichtig, dass hier nichts dabei ist, was nicht rein ist, was nicht ökologisch ist, was nicht biologisch ist. Dadurch, dass es jetzt vier sind, sind ja auch vier verschiedene Anwendungsfälle. Sie haben, glaube ich, schon ein paar angesprochen. Das Roll-On sehe ich jetzt hier. Was gibt es noch für Das zwei? Kopfkissenspray, also das Roll-On, hauptsächlich zu verwenden an den Handgelenken. Hier kann man auch mal dran schnuppern und ganz gut mit als Unterstützung in einer schwierigen Situation mitnehmen. Das Kopfkissenspray ist für einen besseren Schlaf, um gut einschlafen zu können Also am nicht für die Abend. Kopfkissenpflege, sondern für Nicht den, für die der vertraut Kopfkissenspray, ist. sondern für der den schönen Geruch vom Lavendel aufnehmen darf über die Nase. Der Raumspray, den verwende ich, wenn ich hier auch mal Gerüche loswerden möchte im Raum oder mich gerade nicht so wohl fühle und eine angenehme Stimmung schaffen möchte. Das ist beim Raumspray ist die Zirbe zum Beispiel mit dabei, ein sehr wertvolles ätherisches Öl. Und das Deo hat jetzt mal eine andere Wirkung. Es ist dafür da, um Gerüche zu verhindern und das wirkt wunderbar. Und ich glaube, wir haben mal gesagt, das ist jetzt ganz bewusst dezent oder geruchlos Genau. gehalten, um wirklich nur den Effekt zu erhalten Genau, und dann das eigene. ganz genau richtig. Das Deo ist vom Duft her sehr dezent gehalten, um das eigene Parfum oder die eigenen Deos, was man hat, vielleicht, die man gerne riechen möchte, an sich noch verwenden zu können. Denn dieses Deo ist hauptsächlich dafür da, um Gerüche nicht erst entstehen zu lassen. Also als Grundausstattung sozusagen. Also, wenn Sie jetzt eine Grundausstattung brauchen oder eben noch Bedarf an die anderen Sachen kommt, kommen Sie bei uns im Kastell vorbei. Von der Frau Weidinger gibt es diese vier Selbstmischpakete bei uns Dienstag bis Samstag 10 bis 16 Uhr. Und ja, wieder mal eine ganz neue Sache bei uns im Laden. Frau Weidinger, danke, dass Sie bei uns dabei waren, dass Sie dabei sind und bis demnächst. Ich danke mich, bedanke mich auch, hier sein zu dürfen.